Ja, hallo, herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play Smackdown Wrestling 2007 und wir starten die Woche. Wir sind jetzt in Part 7 und beginnen mit Smackdown. Ich weiß nichts davon, aber egal. RVD vs. Randy Orton. Wir sehen hier den Carlito und ich muss mal kurz einstellen noch. So will ich das haben, genauso. Ja, weil ich war jetzt gerade 20, 30 Minuten so einstellen. Nee, so ist es nicht. So ist es auch nicht. Und so. Und ja, gucken, was passiert. Und so weiter und so fort. Ja. Die wissen wir ja schon. Seit 7 Parts, wie er reinkommt. Ja. Boah. Ja, und wie gesagt, im Ankündigungsvideo, dass ich morgen in den Urlaub fahre, genau um Punkt Uhr 0. Die Nacht um 12 fahre ich los, also kann ich ruhig 3 Videos von hochladen. Und ja. Und seid mir nicht böse, aber ich hab geübt, zwar nicht mit den, also auf Exhibition Matches habe ich ein bisschen geübt. Aber ja. Komm her, Orton. Wenn wir jetzt in Smackdown sind, weiß ich auch nicht warum. Seht ihr mich wahrscheinlich, wie ich drücke? Und das hasse ich. Ich weiß nicht, ob ihr gerade eben das Telefon gehört habt. Wenn ja, würde ich sagen, Entschuldigung. Ich weiß jetzt schon, wen ich spielen werde in Smackdown 2008 im nächsten Projekt. Hätte ich aber nicht sagen. Sonst ist die Überraschung. Halt dich fest! Verderben. Thank you.
Boah, tut mal. Mann. Just do that. Spring! Und warte nicht so lange. Und jetzt kommt der Pin. Und Orton haben wir auch besiegt. Ein Glück. Ach ja, hier sehen wir Randy Orton. Und Batista, habe ich ja schon mal gesagt. Ja, das brauchen wir jetzt auch nicht mehr zu sehen. Ich glaube, wir kriegen noch einen Kampf hin auf Speed, voll Speed. Oh. Ich hätte mir fast den Daumen gebrochen. Ach ja, und was ich noch sagen wollte, ist immer noch echt. Was ist für Triple H? Alles weiß, ihr könnt nichts sehen. Also, Entschuldigung. Was ich sagen wollte ist, ich bedanke mich an 10 Abonnenten. Ging doch schnell, als ich erwartet habe. Ich habe gesagt, ich habe so gewettet. Egal, ich habe so gewettet, dass ich Ende des Jahres erstmal 5 Abonnenten raushaue. Aber 10 Abonnenten! Obwohl ich nicht lange auf YouTube bin, seit April. Das ist nicht lange. Aber 10 Abonnenten müsst ihr euch mal reinziehen. Ich freue mich voll total auf die 10 Abonnenten. Aber jetzt kommt bestimmt ein Kommentar. 10 Abonnenten. Ich habe 17 Abonnenten. Ich habe 230 Abonnenten. Und so weiter. Aber ich freue mich schon mal auf 10 Abonnenten. Und ja, ich glaube, wir kriegen doch keinen Kampf mehr hin. Wenn nicht, muss ich das schneiden. Gegen wen soll ich denn danach kämpfen? Etwa gegen Ric Flair oder gegen Triple H? Hier. Was ich, ja stimmt, ihr wisst ja mittlerweile alle, dass... Was sucht ein Orton hier? Egal, ihr wisst ja mittlerweile alle, dass RVD zurückkam. Was sehr geil wäre, wenn jetzt Kurt Angle zurückkämen würde. Ja, sehr krass. Returns von... Ach ja, ja, wisst ihr auch schon, das habe ich ja schon gesagt. Der Big Show kommt zurück. Das habe ich, glaube ich, schon gesagt. Und dieser... Jetzt habt ihr mich bestimmt trocken gehört.
Hier will ich auf den. Ja, bestimmt. Ich bin schon bei 10 Minuten. Alter, willst du mich verarschen? Den kriegt er ja gar nicht. Bist du wirklich so schlecht? 10 Minuten. Jetzt hat er den Bodyslam bekommen. Frag mich immer, weil ich da so einen Stapel Spiele jetzt gemacht habe, wenn ich jetzt aufnehme, dass der Stapel umkippen würde. Das wäre scheiße. Schön. Aber ist so. Achtung, Orten! Oh! Schade, dass er nicht so gesprungen wäre und dann ist getreten. Und Batista traut sich gar nicht, ne? Hier, nimm deinen Stuhl und verpiss dich. Okay, das war's dann schon für diesen Part. Für, ach so, hier schon Guerrero, dann kommt Eddie Guerrero. Das war's erstmal für diesen Part. Wir sehen uns im nächsten. Tschüss und bis dann.